Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal. Ich möchte in diesem Video über die kommenden Updates sprechen, die jetzt in Modern Warfare rauskommen werden. Gestern ist ein Tweet rausgekommen, wo sich jemand auf Twitter darüber beschwert hat, dass das Killfeed in Modern Warfare noch nicht zu 100% gefixt worden ist, wie es versprochen war. Es gibt da noch einige Fehler im Killfeed, wenn du jetzt 5 Leute hintereinander mit einer Sniper holst, dass dann kein 5-on angezeigt wird, sondern ein Quad-Feed times 2, und das wird auf jeden Fall noch gefixt. Auf diesen Tweet hat Joe Seacott auf Twitter geantwortet, dass ein Part des Killfeeds bereits gefixt worden ist, so wie es auch versprochen war. Der andere Part wurde noch nicht gefixt, wo du jetzt ein Quadfeed times 2 machst, wo der einfach als Quadfeed times 2 sozusagen angezeigt wird, aber kein 5-on. Das kommt im nächsten großen Update, hat Joe Seacott gesagt, was nach den Ferien kommen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass das große Update dann am 7.1. kommt, weil die Ferien ja schon am 2.1. vorbei sind. Das ist aber ein Donnerstag und die großen Updates, beziehungsweise die ganzen Updates, kommen sonst immer dienstags raus, außer das letzte Mal. Letztes Mal haben wir am Dienstag einen Trailer bekommen und das Update kam dann erst am Mittwoch, aber das war bis jetzt die Ausnahme. Sonst sind die Updates immer am Dienstag gekommen, also denke ich eher, dass wir ein größeres Update am 7.1. oder sogar am 8.1. bekommen. Der 8.1. wäre dann der Mittwoch. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir dort die ein oder andere neue Map bekommen werden, wie beispielsweise Overground, weil auf Reddit hat jemand gepostet, dass er das Haus aus Overground in einer Spec Ops Mission gefunden hat. Das seht ihr jetzt hier auch gerade im Hintergrund. Overground ist aus MW1 bzw. MWR, falls ihr diese Spiele gespielt habt. War auf jeden Fall eine geile Map, ziemlich groß, aber da gibt es wahrscheinlich auch einige Spots zum Campen. Mal schauen, wie auf der Map gespielt wird. Ich persönlich denke, dass die Map auf jeden Fall zu groß ist für einen 6 gegen 6 Modus. Das ist wahrscheinlich eher eine 10 gegen 10 Map, weil Overground schon ziemlich groß ist und ich habe keinen Bock, irgendwie Ewigkeiten zu laufen, um einen Gegner zu finden und dann nochmal zu sterben irgendwie und dann nochmal gespawnt zu werden und nochmal rüber zu laufen, um nochmal zu sterben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dort irgendwie, dass wir da 10 gegen 10 bis 20 gegen 20 oder sowas, also 20 gegen 20 wäre natürlich zu viel. Ich glaube 10 gegen 10 bis 15 gegen 15 wäre schon ganz nice auf Overground. Außerdem wurden ja bereits 38 Maps zu Beginn von Modern Warfare geleakt und es sind noch nicht alle Maps, die dort geleakt worden sind, rausgekommen, und die Theorie ist jetzt, meine Theorie, auch die Theorie von anderen Leuten auf Twitch, dass die Season 1 MW1 Maps beinhaltet, die Season 2 MW2 Maps und die Season 3 MW3 Maps. Natürlich nicht nur MW1, MW2 und MW3 Maps in den jeweiligen Seasons, sondern auch neue Maps wahrscheinlich. Das ist aber nur eine Vermutung, nur eine Theorie von uns. Kann sein, dass sie nicht stimmt, kann auch sein, dass sie stimmt. Ihr könnt auch mal ruhig eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr auch meint, dass es so sein wird, wie ich es euch jetzt hier gesagt habe. Und Season 1 Maps können folgende noch sein, die wir noch bekommen werden. Also Farida könnte eventuell kommen, das wurde ja auch schon geleakt. Da haben wir ein bisschen irgendwie so ein kleines Video von ein paar Sekunden gesehen, wo wir ein bisschen Farida gesehen haben. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Showdown, meine ich, hieß die Map aus MW1, mit dieser großen Statue in der Mitte. Ist aber wahrscheinlich eine andere Map, die ähnlich aussieht. Dann bekommen wir eventuell TV Station, das war eine MW1 DLC Map. Ich glaube, die hieß in MW1 Broadcast, und man kann TV Station auch noch im Hintergrund des Season 1 Cinematic Trailers sehen, denn am Ende sehen wir, da wird ein bisschen rausgezoomt und im Hintergrund sehen wir dann die Broadcast bzw. TV Station Map. Also es kann sein, dass diese auch noch in nächster Zeit auf uns zukommen wird in Modern Warfare. Außerdem bekommen wir eventuell in Season 1 noch eine neue Ground War Map. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir noch mehr Game Modes bekommen werden, wie beispielsweise Capture the Flag oder Grind, die man auch noch in den Game-Files gefunden hat, die bis jetzt aber noch nicht rausgekommen sind. Es wurden ja vor einiger Zeit schon 23 neue Game-Modes geleakt. Die hat man in den Game-Files gefunden. Da sind einige schon rausgekommen, aber einige noch nicht, wie Capture the Flag oder Grind. Grind ist quasi genauso wie Abschuss bestätigt, dass man Dogtags von gefallenen Gegnern einsammeln muss. Nur muss man sie im Gegensatz zu Abschuss bestätigt hier zu einem bestimmten Ort bringen, um Punkte zu machen. Das kann ich mir vorstellen, dass es eventuell nächsten Dienstag am 31.01. auf uns zukommt. Da ist ja Silvester und eventuell bekommen wir da irgendwie was Neues, neue Game Modes, neue Playlists. Eventuell bekommen wir im Shop noch irgendwie Sachen, die dem Design von Silvester angepasst sind, so feuerwerksmäßige Sachen irgendwie. Oder es wird eine Map im Feuerwerksdesign eingepackt, was ich mir aber eher nicht vorstellen kann, aber natürlich kann es trotzdem sein, dass es rauskommt. Eventuell bekommen wir dann auch noch den neuen Operator Ghost. Viele Leute haben bis jetzt schon gefragt, wann Ghost rauskommt. Es gab ja bereits jetzt schon einige Leaks zu Ghost. Man kann auf einigen Maps in Modern Warfare
Fernseher auf einen Röhren-TV schauen und dort sieht man irgendwie so ein bisschen was von Ghost auf jeden Fall. Man kann Ghost auf jeden Fall klar erkennen und man kann Ghost auch in dem Trailer von Call of Duty bezüglich Nikto sehen. Dort ist er auf diesen Glasscherben irgendwie drauf und man kann ihn sehen. Das wurde gemacht, um den Hype für Ghost immer weiter zu entfachen und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ghost in der Season 2 rauskommt, weil Season 2 endet Anfang Februar, also ein bisschen mehr als einen Monat und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Ghost schon gehypt wird und die Season 2 kommt ja erst Anfang Februar. Ich denke mal, dass Ghost in Season 1 kommen wird, eventuell mit dem großen Update, das am 7.1. auf uns zukommt, beziehungsweise am 8.1. mal schauen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er später irgendwann kommt, aber eher nicht zu Season 2, deswegen denke ich, dass Ghost auf jeden Fall in Season 1 kommen wird. Neue Waffen werden wir eventuell auch bekommen. Das Crossbow wurde ja schon bereits geleakt, aber wir haben es bis jetzt immer noch nicht gesehen. Und Season 1 dauert ja noch ein bisschen. Es kann gut sein, dass wir die ein oder andere neue Waffe noch in Season 1 bekommen. Wenn nicht, dann auf jeden Fall in Season 2. Und die Spawns auf Shipment müssen auch noch behoben werden, weil teilweise sind die Spawns auf Shipment immer noch komplett abgefuckt. Teilweise spawnst du direkt vor einem Gegner, direkt hinter einem Gegner, wirst direkt abgeknallt und das passiert 3 oder 4 Mal hintereinander, bis du wieder vernünftig spawnst und erstmal klarkommen kannst, gucken kannst, aimen kannst und warten kannst, bis da ein Gegner kommt und nicht direkt abgewallert wirst. Das kann ich mir vorstellen, dass es nächsten Dienstag am 31. kommt oder später auf jeden Fall irgendwann in den nächsten Tagen. Und das Update am 31. wird höchstwahrscheinlich etwas kleiner ausfallen, weil das große Update ja auch noch auf uns zukommt. Das ist wahrscheinlich am 7. oder 8.1. wie gesagt. Und ja Leute, das war's hier mit den ganzen neuen Informationen, die ich für euch habe. Lasst ruhig ein Like auf dem Video da, falls euch das Video gefallen hat. Und abonniert gerne meinen Kanal für mehr Call of Duty Modern Warfare Videos. Folgt mir auch auf Twitch. Ich werde heute auch live sein gegen 17 oder 18 Uhr. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beziehungsweise im Livestream, Leute. Haut rein und ciao.